Knapp vor einem Monat saßen alle lang beisammen, weil es an Beschluss zu fassen galt. Einer sagte ja, ein anderer sagte nein, ein dritter sagte ja mit Vorbehalt. Da die Sache schwer war und verbogen, war es zwar für alle ein Genuss, aber man hat Pro und Con gewogen und erreichte trotzdem keinen Beschluss. Der Schwarz war da und der Weiß war da und der Gold war da und der Bär. Und alle sprachen alles durcheinander, denn der Gegenstand war sehr schwer. Der Baum sagt ja und der Böhm sagt ja, doch der Grün sagt nein und der Blau sagt gar nichts, sondern kratzt sich nur am Kopf. Das heißt, bei ihm erfragt es seine Frau. Es war eine äußerst interessante Diskussion, geistvoll und gediegen und pikant. Schließlich fassten alle eine Resolution, darin schwarz auf weiß geschrieben stand. Der Gross war da und der Klein war da und der Katz war da und der Kohn und außerdem ein gutes Dutzend Namen, die standen alle in der Resolution. Als man sich am nächsten Tag zur selben Sache traf, sagte einer, gehen wir doch zum Schmoll. Denn der Imre Schmoll ist als einziger nicht hier, der wird wissen, was man machen soll. Also gingen alle rasch zu Imre. Dieser sagte, nur ich werd probieren. Ich bin zwar nicht klug, doch gibt es Dimre. Also muss ich erstens konstatieren, der Fink ist da und der Falk ist da und der Luft ist da und der Stein. Das heißt, wenn einer sagt, man soll es machen, sagen alle anderen nein. Der Klang ist da und der Klug ist da und der Schmuck ist da und der Schmier. Das heißt, es braucht nur einer sein dagegen und schon sind alle anderen dafür. Also kommt für mich dabei nur eines in Betracht, ihr müsst alle gleich nach Hause gehen. Ich werde überdenken das Problem die ganze Nacht, morgen kommt zurück, da wird man sehen. Der Blum sagt gut und der Bloch sagt gut und der Blei sagt gut, nur der Blau kratzt weiter seinen Kopf und sagt, wozu denn? Am besten ist, wir fragen meine Frau. Nächsten Tag in aller Früh hat sich die ganze Stadt auf den Weg zu Imre Schmoll gemacht. Schmoll sah alle an und sagte nur den Satz, Gott hat mich erleuchtet in der Nacht. Darauf herrschte selbstverständlich Stille und das Zimmer war zum Bersten voll. Aber jede einzelne Pupille blickte voller Spannung nur auf Schmoll. Pick war da und der Schick war da und der Rott war da und der Blau. Und Blau hat sich im Stillen gedacht, ich hoffe, dass er das Gleiche sagt wie meine Frau. Der Fuchs war da und der Wolf war da und der Berg war da und der Kraus. Doch Schmoll genoss zuerst die kleine Pause und dann begann er, Freunde, hört mich aus. Wenn ich sag, man soll es machen, dann wird es geschehen. Und es ist zu spät zu korrigieren. Sag ich aber nein und man lässt die Sache gehen und dann kann man ja noch drüber diskutieren. Da riefen alle aus einem Mund, na hurra, ja das ist gescheit. Es ist besser an der Sache nicht zu rühren. Später kann man immer noch probieren. Und sie fuhren fort zu diskutieren. Und so diskutieren sie noch heut. Von allen Wörtern hört man heut am meisten, das Wort ein Schuster bleibt bei seinem Leisten. Doch sagt es jemand mir, sag ich, was schreisten, ich kann mir meine Leisten nicht mehr leisten. Und außerdem, und das kommt noch dazu, lässt folgende Idee mich nicht in Ruhe. Was mach ich, wenn ich keinen Leisten hab, bei dem ich bleiben kann?
und hinter meinem Ohr zu wenig Platz, wohin ich schreiben kann. Und wenn ich nicht zwei Ibeln hab, dass ich das kleinere wählen kann und niemals eine Reise tat und deshalb nichts erzählen kann. Was mach ich, wenn ich tanzen will und keinerlei Vulkan besitz und weder einen Pudelskern noch eine schiefe Bahn besitz? Ich hab auch kein Kolumbusei, ob das mich nicht zu Schaden führt, und kenne einen Weg der Stadt nach Rom, nach Baden-Baden führt. Ach, ich bin so verzweifelt, ei, ei, ei. Was werden die Leute sagen? Was werden die Leute sagen? Ach, ich bin so verzweifelt, ei, ei, ei. Die Leute tuscheln schon, das kommt davon. Ich suche Eulen überall, die ich Athen verehren darf, und wohne im Hotel, wo ich vor meiner Tür nicht kehren darf. Ich trank im Gasthaus 5 Glas Bier mit Schäumen, die nicht Träume waren, und habe einen Wald gesehen, obwohl dort lauter Bäume waren. Mit Weile eilen kann ich nicht, vom Brot hab ich allein gelebt und hab mich in Neapel statt zu sterben bestens eingelebt. Hoch klingt das Lied vom Radio, nur leider singt's ein schlimmer Mann. Auch hab ich eine Axt im Haus und wer kommt doch, der Zimmermann. Ach, ich bin so verzweifelt, ei, ei, ei. Was werden die Leute sagen? Was werden die Leute sagen? Ach, ich bin so verzweifelt, ei, ei, ei. Die Leute tuscheln schon, das kommt davon. Jetzt endlich hab ich Schluss gemacht, ich schau die anderen Leute an und tu, was ich nicht lassen kann, ich passe mich dem heute an. Mein Partner wird der Wilder, der sich seitwärts in die Büsche schmeißt. Ich übe Treu und Redlichkeit und hab einen Koch, der Hunger heißt. Was schert mich Weib, was schert mich Kind, sie werden doch zu Hyänen nur. Ich füll mein Danaidenfass und ess mein Brot mit Tränen nur und grabe anderen Gruben, in die ich mich dann alleine werf und sitz in einem Glashaus, nur damit ich keine Steine werf. Doch jetzt bin ich verzweifelt, ei, ei, ei. Die Leute loben mich, die Leute lieben mich und ich bin so verzweifelt, ei, ei, ei. Ich bin genau wie sie. Das wollte ich nie, das wollte ich nie, das wollte ich nie. In meiner Hand ist ein Brief vom Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien. Er betrifft den Wert des Menschen. Sehr geehrter Herr Kreisler, der Wert des Menschen nach verschiedenen Zerlegungsgraden berechnet ergibt Folgendes: Wasserstoff 10%, Kohlenstoff 18%, Stickstoff 3%, Sauerstoff 65%, Natrium 0,1%, Phosphor 1,2%, Schwefel 0,2%, Chlor 0,2%, Kalium 0,2%, Calcium 2%, Eisen 0,01%, Magnesium 0,04%. Ferner die Spurenelemente Brom, Jod, Zink, Kupfer, Nickel, Kobalt, Mangan, Silizium, Aluminium und Fluor. Nimmt man normales Leitungswasser, kostenlos, sowie den Kohlenstoff als Kohlensäure, gasförmig, so ergibt sich samt Zutaten ein Preis von etwa 40 Schilling. In diesen Zahlenangaben sind die Herstellungskosten des Menschen nicht enthalten. Hochachtungsvoll, Dozent Dr. Machada. Ja, das Bier wird teurer, das Papier wird teurer, haben die Zeitungen uns jetzt erklärt. Auch das Öl wird teurer und das Mehl wird teurer, nur der Mensch ist nach wie vor nichts wert. Denn rein chemisch gesprochen ist das samt den Knochen 40 Schilling wert, ganz ohne Spaß. Bei die Kessler-Zwilling macht das 80 Schilling, aber leider kosten's mehr als das. Das Benzin wird teurer, ja ganz Wien wird teurer, jeder Bissen, jedes Fußballtor. Nur der Mensch hält fest an seinen Überresten, die sind 40 Schilling nach wie vor. Wäre ich Chemiker oder Polemiker, könnte ich noch mehr erzählen aus meinem Fach. Doch ich bin ja weder noch, das weiß ein jeder, also denke ich nur darüber nach. Diesen ganzen Krempel denke ich zum Exempel, sitz ich einem Mädchen vis-à-vis. Ich streck aus an Fühler, doch ich wär gleich kühler, wenn ich denke, Hut kostet mehr als sie. Und ich denk beklommen, ich möcht weiterkommen, doch die Preise steigen immer an. Nur mein Telefon hat mich in einem Monat mehr gekostet als der Karajan. Ja, es gibt so Leute, bei die wär das heute eine wirklich herrliche Idee. Könnt man ohne Zagen denen einfach sagen, hier sind 40 Schilling, so adieu. Wäre ich Kritiker oder Politiker, könnte ich noch mehr erzählen aus meinem Fach. Doch ich bin ja weder noch, das weiß ein jeder, also denke ich nur darüber nach.
Und ich denke weiter, doch ich werd nicht heiter, denn es ist nicht lustig, wenn ich find, dass der Mensch verkehrt ist, wenn er nicht mehr wert ist, als es seine Chemikalien sind. Ja, in vielen Fällen ist das festzustellen, doch die wissen's nicht und bleiben dumm. Und sie kämpfen, streiten wie in alten Zeiten, und der Chemiker weiß nicht warum. Dass es nicht so bleibe, wie ich's jetzt beschreibe, dazu sollten wir wohl alle sehen. Wenn auf diese Weise auch die Menschenpreise etwas steigen würden, wäre es schön. Der Finanzgelehrte und der Kriegsexperte könnten mehr erzählen von diesem Fach. Doch ich bin ja weder noch, das weiß ein jeder, also denk ich nur darüber nach. Denk noch Sie ein bisschen drüber nach. Jeden Morgen gehe ich circa 8 Minuten lang, außer wenn ich krank bin, von meiner Wohnung in meine Kanzlei. Das ist schon seit Jahren so, ich bin nicht der Einzige. Für die meisten Leute geht das Leben so vorbei. Ich grüße freundlich die Verkäuferin meiner Zeitung. Sie hat es schwer heute seit jenem grausigen Prozess. Ihr Mann ist eingesperrt wegen so mancher Überschreitung. Sie wurde freigesprochen, denn sie war nicht in der SS, obwohl sie wusste, was da vorging. Und ich grüße ebenso den Friseurgehilfen Navratil, der auch in der SS war. Oder war es die SA? Einmal hat er angedeutet, während er mir die Haare schnitt, was damals in Dachau mit dem Rosenblatt geschah. Er war erst 20, 12 Jahre jünger als der Rosenblatt. Jetzt ist er 50 und ein sehr brauchbarer Friseur. Grüß Gott, Herr Hauptmann! Der heißt ein Hauptmann, er war Oberst und hat in Frankreich einige zu Tode expediert. Er ist noch immer Spediteur. Es hat sich nichts geändert. Drüben macht Herr Hammerschlag seinen Bücherladen auf. Ich sehe ihn noch heute vor mir. Er ist damals so gerannt und hat direkt vor seinem Buchgeschäft einen Scheiterhaufen aufgestellt und hat darauf Thomas Mann und Leon Feuchtwanger verbrannt und Erich Kästner und den Kafka und den Heine und viele andere, die jetzt sein Schaufenster verzieren. Und er verkauft sie mit einem Lächeln an der Leine. Ja, er muss leben und seine Kinder wollen studieren. Er hat ja selbst den Doktor. Verehrung, Herr Professor, wie geht's der Frau Gemahlin? Danke, Sie schauen blendend aus, wie bleiben Sie so jung? Das war Professor Töpfer, seinerzeit völkischer Beobachter Anthropologie und Rassenkunde. Jetzt ist er beim Funk. Grüß Gott, Herr Neumann! Der ist nichts, der ist erst 30. Was war sein Vater? Na, er war jedenfalls Soldat. Habe die Ehre, Herr Direktor! Der ist gute 65, also muss er was gewesen sein. Heute ist er Demokrat. Das sind wir schließlich alle. Drüben ist der Eichelberger Gummibänder-Hosenträger. Das war früher Blau und Söhne Herrentrikotage. Nebenan war das Café Winkelmann. Der Winkelmann ist noch zurückgekommen. Dann ist er wieder weggefahren. Jetzt ist dort eine Garage. Da kommt die Schule. Da bin ich selber hingegangen. Mein Deutschprofessor bezieht noch immer dort Gehalt. Der schrie, Heil Hitler, das wird er heute nicht mehr schreien. Was nur die Kinder bei dem Lernen, vielleicht vergessen sie es bald. Ich kann es nicht vergessen. So, jetzt bin ich endlich in meine Kanzlei gekommen. Setz mich an den Schreibtisch und öffne einen Brief. Doch bevor ich lesen kann, muss ich erst die Richtung ändern, blicke rasch zum Himmel auf und atme 3-mal tief. Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann, die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann. Der Sohn hätt drum nach Wissen und Gewissen ein anständiges Jingel werden müssen.
Doch Gottes Wege sind einmal verworren und diskret. Obwohl der Sohn studierte auf der Universität, hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nix wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht, der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht umher und tut sich groß mit einem Streifen auf der Hose. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlagt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General. Sie haben noch drei Töchter und die machen ihnen Ehr. Die erste ist verheiratet, ich glaub mit einem Chauffeur. Die zweite ist sogar mit einem Doktor. Der wird sie einmal heiraten, so sagt er. Die dritte ist noch ledig und sie lässt sich etwas Zeit. Man sagt, sie wird es schwer haben, weil sie kennt zu viele Leid. Doch muss man dabei einräumen dem Kind, dass es zumindest bei der Sache gut verdient. Und nur der eine Sohn hat sich so fürchterlich verirrt. Für ihn ist es nur wichtig, dass man schön im Takt marschiert. Links, zwei, drei, vier, Finnef, links, zwei, drei, vier, Finnef. Naja, er ist ein General, da ist der Schaden schon total. Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne, denn wenn die anderen salutieren, das hat er gerne. Er schläft bei Nacht in einem Zelt und wenn er träumt, ist er ein Held. Dann wacht er auf und kriegt einen Zorn. Statt einem Wecker kommt der Goy mit einem Horn. Na, sagen Sie selbst, ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt der General. Ich werbe meine Schwester in Berlin. Sie will, ich soll auf immer zu ihr ziehen. Ihr Mann ist jetzt gestorben, Herr Schlemiel, und hat ihr hinterlassen viel zu viel. Sie hat eine Wohnung, da ist alles drin. Sie kennt die allerbesten Leid. Doch ich sprach, Schwester, wenn ich ehrlich bin, mir macht das Leben hier keine Freude. Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich bin, soweit ich sehe, für dieses Leben zu primitiv. Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Verzeih mir, wenn ich gehe, ich schreib da bald einen Brief. Dann fuhr ich zu meinem Bruder nach New York. Der lebt dort schon seit Jahren ohne Sorg. Sein Umsatz ist pro anno 1 Million. Und deshalb wollte er mich als Kompagnon. Ja, denn sein Business ist so gut wie Gold. Ich hätt's auch gern mit ihm geführt. Doch als ich endlich unterschreiben sollt, da hab ich plötzlich klar gespürt, ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Was gönn mich an die Yankees, auch wenn ich dabei Geld verliere, ich fühl mich nicht zu Hause. Und deshalb, mein Bruder, auch wenn es ein Geschenk ist, ich lass das Business dir und fuhr zu meinem Schwager, Moishe Green. Der wohnt in Buenos Aires, Argentin. Er hat eine Hacienda, sitzt am Pferd und pflanzt sich die Bananen in der Erd. Und Senoritas gibt es schöne hier. Ich hab mit vielen gleich frohlockt.
Doch als mein Schwager sagte, bleib bei mir, da hab ich traurig ihm gesagt, nee, ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Was soll mir Senoritas und Sonnenschein und blaues Meer? Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Und jeder Cowboy sieht, dass ich hier nicht hingehör. Doch plötzlich wusste ich, wo ich hingehör. Ich nahm das nächste Schiff zum Mittelmeer und fuhr in großer Eile und sehr fidel in meine wahre Heimat Israel. Doch das war leider überhaupt nicht schlau. Hier gibt mir niemand einen Kredit. Und was versteh denn ich vom Ackerbau? Und alle reden nur Ivrit. Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich spür's in allen Poren, auch wenn ich hier zu Hause bin. Ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich hab hier nix verloren und wo soll ich denn hin? So kam ich voller Unglück und voll Glück in mein geliebtes Städtel hier zurück. Der Umgang ist mit mir zwar sehr verpönt, man hat sich an mein Wegsein schon gewöhnt. Jetzt heißt es tiefgeduckt und missgetraut. Und wer nicht mitmacht, der macht mit. Jetzt werde ich von der Seite angeschaut und krieg symbolisch einen Tritt. Jetzt fühl ich mich zu Hause, zu Hause, zu Hause. Im Ausland nur zu sitzen, war auf die Dauer ungesund. Denn hier bin ich zu Hause, zu Hause, zu Hause. Hier kann man mich benützen und hier geh ich zugrund. Niemand kann sagen, warum es kam, dass es kam, war infam, sonst gehen wir redlich und grad unseren Lebenspfad. Doch heute früh war ich aufgewühlt, denn ich hab's gleich gefühlt, irgendwas wird heute sein, dann trat ich ins Zimmer hinein. Und da lag sie in ihrem Blute, das Fenster auf, der Täter fort. Ich hab geschrien, doch sie, die Gute, war leider tot und sprach kein Wort. Und als danach die Polizei kam, da sagte ich, mach da keinen Tumult, denn ich sage euch schweigend, wenn sich sowas ereignet, dann ist dran immer, ja immer die Liebe schuld. Als sie den Egon im Bad gesehen, war es um sie geschehen. Er aber trieb nur sein Spiel, so als ob sie ihm gefiel. Sie aber ließ ihn nicht in Ruhe und er gab selber zu, als sie den Knaben gebar, dass er der Vater war. Jetzt lag sie da in ihrem Blute und Egon floh, weiß Gott wohin. Die Nadel aus dem rosa Hute stak ihr noch tief im Herzen drin. Dass Egon floh, kann man verstehen. Ein Mörder hat meistens wenig Geduld. Aber auch diese Nadel trifft hier keinerlei Tadel. An diesem Morde ist einzig die Liebe schuld. War die Leiche nicht ganz verwest, war der Mord schon gelöst. Als man die Lösung geschafft, nahm man mich schnellstens in Haft. Erst hat sie ihm ihre Gunst geschenkt, jetzt werd ich aufgehängt. Doch gestern Nacht bis um vier träumte ich nochmals von ihr. Und was hab ich geträumt, meine Damen und Herren?
Na, was hab ich geträumt? Na, erraten also jetzt alle zusammen. Da sah ich sie in ihrem Blute. Und Egon saß im Zuchthaus drin. Mir war im Traum so bang zumute, weil ich doch selbst bald bei ihr bin. Und seh ich sie im Paradiese, weiß ich genau, sie schenkt mir ihre Huld. Denn im Garten Eden lässt auch die mit sich reden. Doch hier auf Erden ist nichts als die Liebe schuld. Stadt, das weiß alle Welt. Aber wissen Sie, was mir ganz besonders gefällt? Weder der Stephansdom noch der Johannstrass, nicht der Wiener Gspusi, schon gar nicht die Musi. Nein, was ich am liebsten hab, ich sag's grad heraus: Die Messe, die Geschäften sind ganz voll damit, in jeder Zahl aus Edelstahl und aus der Monarchie. Zum Schnitzen, zum Schlitzen, wohin man schaut auf Schritt und Tritt, für'n Pudel, für'n Strudel und für die Chirurgie. Wer Wien liebt, und das tun doch heut die meisten Leid, der denkt bei so viel Messe gleich an diese Möglichkeit. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie eine schlafende Frau. Der Stadtpark wär sicher viel grüner und die Donau wär endlich so blau. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, ein Gewinn für den fremden Verkehr. Die Autos ständen stumm, das Riesenrad voller Dumm und die lauschigen Gasseln wären leer. In Grinzing endlich Ruh und das Burgtheater zu. Es wär herrlich, wie schön Wien dann wär. Keine Baustellen, keine Schrammeln und im Fernsehen kein Programm. Nur die Vogeln und die Pferdeln und die Hunderln und die Bahn. Und wer durch dies Paradies muss, findet später als Legat statt des Antisemitismus nur ein Antiquariat. Weder krank noch Genesung, weder Fürsten noch Parlament, wär für Wien nicht diese Lösung das perfekte Happy End. Und der Wein wächst ungetrunken und die Geigen werden geschont und der Mond wirft seine Funken tief im Prater auf die Unken und die Unken schauen versunken in den Mond. Wie schön wär meine Wien ohne Wiener, wie ein Hauch, der im All balanciert. Vielleicht gibt's wo eine fesche Angina, die ein Wohltäter hinexportiert. Wie
wie schön wäre Wien ohne Wiener, wenn nur einmal möcht ich es so sehen. Und schreite ich so dann den kahlen Berg hinan und bleib oben voll Söhnlichkeit stehen und seh dann aus der Fern mein liebes leeres Wern, werd ich sagen, sing's jetzt, ist das schön. An meiner Ecke steht des Nachts ein Polizist, der ganz bestimmt 1,95 Meter misst. Er steht so aufrichtig und grad da wie ein Sultan, die ganze Würde des Gesetzes auf den Schultern. Ich sprach ihn deshalb eines Nachts um zweimal an und fragte, ob man sich auf ihn verlassen kann. Drauf sprach er, ja, ein Polizist ist wie ein Hund, er bleibt dir treu, und zwar aus einem guten Grund. Die Polizei in ihrer ganzen Blüte, von der du Schutz und Opfermut verlangst, schützt dich nicht aus Sympathie oder Güte, nur aus Angst, nur aus Angst. Der Polizist, dem du des Nachts begegnest und der dich heimführt, falls du etwas schwankst, tut das nicht, weil du ihn lobst oder segnest, nur aus Angst, nur aus Angst. Er hat Angst vor dem Chef, er hat Angst vor der Nacht, er hat Angst, jemand könnte ihn sehen. Er hat Angst vor sich selbst, seiner Frau, seiner Macht, er hat Angst vor den eigenen Ideen und hat Angst, es könnte ohne ihn gehen. Die Polizei sitzt heute in der Falle, sie hilft dir nur, weil du sie dazu zwangst. Aber sonst ist sie genauso wie alle, sie hat Angst, nichts wie Angst. Und wenn du dich gar für irgendetwas höflich bedankst, merkst du's gleich, sie hat Angst, sie hat Angst. Und je älter du wirst, umso mehr schwitzt du Blut und du schlotterst und zitterst und bangst. Und die Angst tut dir weh und zur selben Zeit gut, weil du ihr deinen Posten verdankst. Und am Schluss kriegst du Angst vor der Angst. Wenn du dann kämpfst, geschieht's aus lauter Sorgen. Und wenn du siegst und kriegst, was du verlangst, denkst du schon, oh Gott, mit wem kämpf ich morgen? Und hast Angst, nichts wie Angst. Jeder Held, den du verehrtest und in Liedern besangst, ist ein Held, so wie ich, nur aus Angst. Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich's unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sag ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lässt es sich was kosten. Ich sitz auf dem ersten Platze und die Sänger sehen meine Fratze. Orff und Eck und Boris Blacher fürchten meine Honorfeldenlacher. Mit Strawinski und Varese sind zwar gut, doch ich bin Bese.
Ja, ich kann zufrieden sein, das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit, ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie beim Zuhören manch trutzige Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Ich sehe, wie ein liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt, wie ein Großmutterl zitternd die Halskette auszieht, weil sie sonst vor Rührung erstickt. Nur ich sitz da und hör nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Zu Weihnachten schenkt man mir immer Platten. Ich brauch Krawatten und neue Schuhe. Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten. Ich sitz im Schatten und hör nicht zu. Aber andere hören zu und der Zauber der holden Musik macht die ganze Welt schwach. Die Bösen werden gut und die Kranken gesunden, besonders bei Mozart und Bach. Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn, weil ich unmusikalisch bin. Tja, als Kind hab ich zwar Klavier gelernt und übte brav zu Haus, doch über gewisse Stücke kam ich nie hinaus. Dann hab ich auch noch Geige gelernt und übte brav und viel. Und dann ist mein Geigenlehrer gestorben und hat mir sein Geld vermacht, unter der Bedingung, dass ich nie mehr spiel. Aber etwas musste ich schließlich tun, so versuchte ich es als Autor. Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr: Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert, schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb. Schubert war ein Stierer, großer Komponierer. Er hat nie ein Geld gehabt, also ist er heute der Verlierer. Er schrieb gar viele Töne, sicher auch wunderschöne. Für mich sind sie leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch. Ob es jetzt Schubert oder Tschaikowski, Brahms oder Liszt oder Dniepropetrovski, ob Sinfonie oder Ouvertüre, Rock'n'Roll oder die Walküre, Zauberflöte, verkaufte Braut, für mich ist das alles nur laut. Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagt mir viele Herren: Genial, großartig, Sie müssen Kritiker werden. Ich sagte ja und es geschah. Ich geh in Konzerte und Opern hinein und ich höre mir den Unsinn dort an. Den Leuten gefällt's. Und ich komm zu dem Schluss, an Musik ist vielleicht etwas dran. Nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Die Orgel klingt und ein Knabenchor singt und der Kontrapunkt tut sich verzweigen. Die Pauke zersplittert, der Kapellmeister zittert und angeblich schluchzen die Geigen. Am Schluss erdröhnt ein donnernder Applaus. Ich bin der einzige unmusikalische Mensch im Haus. Aber heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab diesen Posten schlau erbeutet und ich hasse nichts so wie Musik. Und dass mir Musik so nichts bedeutet, zahl ich jetzt den Musikern zurück. Aber
wartet nur, ihr sollt es büßen, lebe zu den Füßen des Musikkritikers. Dass die Welt es wisse, lest die lustigen Verrisse des Musikkritikers. Ich bin konsequent und ich erkenne kein Talent. Und da ich weiß, dass ich nichts kann, lasse ich auch niemand anderen ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr und schreit aufs Publikum, hurra, das nützt euch nichts, denn ich bin da. Und eure Kollegen geben mir immer ihren Segen, denn jedem Künstler ist es recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Nieder mit Musik! Wenn ich die Welt mir heutzutag betrachte, dann seh ich, wie sich alles ändert ringsumher. Erst schlägt es siebene, eine Stund drauf schlägt es achte. Von einer Stund zur anderen weiß man gar nichts mehr. Das alte Haus, ob ich zum letzten Mal es sehe, den alten Berg, ob ich zum letzten Mal ihn zerwing. Jedoch das Alpenglühen bleibt ewig in der Höhe, wie in dem Stimmungsbildnis, das ich jetzt besing. Das alte Tannenwäldchen schickt die letzten Grüße. Der alte Tag geht nun zum letzten Mal vorbei. Der alte Förster wäscht zum letzten Mal die Füße. Der alte Gockel legt zum letzten Mal ein Ei. Der alte Zirkus steht zum letzten Mal in Flammen. Der alte Januar kommt zum letzten Mal im Jahr. Die alte Oper bricht zum letzten Mal zusammen. Nur das Alpenglühen, ja, das Alpenglühen, das alte Alpenglühen gibt's jetzt und immer da. Altes Zwischenspiel. Der alte Meter wird zum letzten Mal gemessen. Der alte Schubert schreibt die letzte Symphonie. Das alte Schnitzel wird zum letzten Mal gegessen. Der alte Hirt studiert zum letzten Mal Chemie. Der alte Bettler fährt zum letzten Mal nach Nizza. Das alte Mutterl schnupft das letzte Kokain. Der neue Kanzler macht dieselben alten Schnitzer. Nur das Alpenglühen, ja, das Alpenglühen. Die alten Alpen können scheinbar nix wie glühen. Der alte Hofhund raucht die letzte Zigarette. Die alte Leiche liegt zum letzten Mal im Sarg. Das alte Trio spielt zum letzten Mal Quartette. Das alte Tauberl frisst das letzte Gift im Park. Der alte Hawaiianer tanzt den letzten Hula. Ja, selbst in Bregenz nimmt das Leben seinen Lauf. Das alte Baby zieht zum letzten Mal am Schnuller. Nur das Alpenglühen, dieses Alpenglühen, das alte Alpenglühen hört immer noch nicht auf. Doch kommt ein Krieg, ich hoffe, wir werden's nicht erleben. Die alten Bomben fallen auf unseren Kontinent. Die alten Häuser werden...
werden zum letzten Mal erbeben. Das alte Leben hat zum letzten Mal ein Ende. Die alte Erde, sie bestand nicht die Erprobung. Am alten Mars nur hat das Leben jetzt einen Wert. Die alte Romy feiert dort oben zum letzten Mal ihre Verlobung. Und das Alpenglühen, dieses Alpenglühen, das alte Alpenglühen, das lassen wir auf der Erde.